Jo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube und willkommen zu einem weiteren Put Draft Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade so aufgedreht, denn wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade im Urlaub. Folgt mir auf Instagram, dann seht ihr coole Urlaubsstories. Was? Nachdem wir im letzten Put Draft Video verzweifelt sind und als Community zu EA mit Fackeln hingehen wollten, geht's weiter mit der nächsten Put Draft Challenge. Heute wollen wir es packen. 195 rated. Es ist schwer. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwer, aber es ist möglich. Wenn man das nötige Glück hat, dann kann man es schaffen, auch wenn es lange dauert. Wir müssen dranbleiben und irgendwann werden wir es schaffen. Wer mit mir zusammen an mich glaubt und an euch glaubt, der kann direkt mal wieder einen Daumen hoch da lassen. Freut mich, dass ihr das Ding immer so supportet. Ey, ich bin im Urlaub. Ich sag euch ganz ehrlich, ich lasse die Seele baumeln. 5000 Likes und ich wäre schon zufrieden. Deswegen pusht euch, bis wir da sind und ich danke euch. Wie immer gerne, wenn ihr Bock habt, kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann seht ihr immer die Videos und die Livestreams rechtzeitig. Und ja, folgt mir einfach auf Instagram, schickt mir immer wieder eure Drafts, ich gucke mir das gerne an, ich analysiere gerne, wie ihr was baut, welche Formation ihr benutzt und was eure Rekorde sind. Tim Wakes lohnt sich doppelt, weil ich auch im Urlaub bin und Stories von dort mache. Und like mein letztes Bild, wenn ihr schon dabei ist. Wie viel Werbung mache ich hier? Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go. Dieses Video wird von OneFootball unterstützt. Gönnt euch die App, Link in der Beschreibung. Ich mag sowas. Genau sowas mag ich. 4-3-3 Offense. Eine Formation, mit der viel drinne ist. Sehr viel. Stürmer 95 rated. Zum 98 rated. Das ist eine 5 und keine 8 Wakes. Die beiden haben 95, nicht der eine 98, der eine 95. Leute, ihr habt es gesehen, Lesen ist auf jeden Fall meine Stärke. Vielleicht kriege ich dafür jetzt einen 98er. Ja, ja. Und genau aus diesem Grund habe ich nicht Ronaldinho El Gaucho mitgenommen. Leute, heute laufen die Drafts aber auch wie am Fließband, ne? Heute läuft es aber auch wie am Fließband. So, Sterling 90. Hör auf, hör auf. Möchte ich nicht. 98er Hazard, möchte ich. Oder auch den 96er Mohamed Salah. Der ist so selten, man kriegt oft seinen 91er in Form, seinen 92er in Form, aber sein 96er Tots niemals. Genauso wie Pogba Path to Glory, der ist so selten wie ein 6er im Lotto. Junge, ich sag's euch, heute ist der Tag gekommen. Heute ist der Tag gekommen, an dem ich Rekorde breche. Heute ist der Tag gekommen, an dem ich Rekorde breche. Und das zeigt euch der Linksverteidiger. Ja gut, ich meine, habe ich gesagt, dass ich Rebic einen grünen Link geben wollte? Ja gut, das habe ich, aber... Azpilicueta tut's natürlich auch. Gabriel Paulista wollte ich schon immer gerne mal spielen. Genauso wie Thiago Silva wollte ich auch schon immer mal spielen. Genauso wie... Boah, was mache ich denn jetzt, Alter? Ja... Ich muss ja Courtois nehmen, ne? Ja, ich muss Courtois nehmen, falls Militao noch kommt, der 96 oder Ramos oder. Neymar, alles klar, weiß Bescheid. Sadio Mané ist natürlich sehr gut. Oder Luke Shaw. Luke Shaw oder Sadio Mané. Flügelspieler bekommen wir, glaube ich, noch welche, oder? Luke Shaw, Manchester United. Ich nehme lieber Luke Shaw mit, bevor ich hier am Ende den nicht mehr bekomme. So haben wir plus 6. So, wo kriegen wir das denn? Flügelspieler bekommt man immer en masse. Und zur Not habe ich auch noch einen Neymar, den ich dann mit Pelé oder so linken könnte. Bockt ja gar nicht gerade. Wir kriegen das hin. Wir kriegen noch einen linken Flügelspieler. Ich hoffe. Komm. Oh, Bro. Komm als 96er Karte und wir sind so, Sterling. Wir sind so. Ey, ich will ihn nicht mitnehmen, aber ich muss ihn mitnehmen. Aber ich will ihn nicht mitgehen. Ich nehme Risiko. Ich gehe Risiko, Leute. Mir ist sowas von egal. Ich gehe Risiko und ich hoffe, dass er nochmal kommt. Lukaku 96, Bro, das ist ja sehr gut sogar. Jetzt kann ich ja doch lieber nochmal Hernandez reinstellen, glaube ich. Und dann hier am besten nochmal die Seiten tauschen. Zack. Und dann sieht das so aus, ob wir auf einem guten Weg sind, die 94er-Bewertung zu jagen. Ja, ich jage sie mit dem nächsten 93er-Spieler. Ja, ich jage sie mit Griezmann, der mich gerade am Hänseln ist. Was ist los hier? Kannst du aufhören damit, Griezmann? Sowas mag ich nämlich nicht. Ja. Kann ich gebrauchen, den Kanté. Plus 2. Aber, wir schauen am Ende. Wir schauen am Ende nach. Ich will erstmal wissen, was hier noch passiert. Ey, es ist so genial. Es ist so genial, was für Karten wir bekommen. Der Gaucho ist wieder da, wie vorhin am Anfang. Wie am Anfang ist er wieder da. Zack. Ab. Digga, die Bank wird nur 90 plus haben, ne? Die Bank wird nur 90 plus haben, aber wieso haben wir so wenig Chemie? Ich versteh's nicht. Okay, die letzten zwei Spieler.
werden nicht so lecker. Die letzten zwei Spieler werden überhaupt nicht lecker. Ey, Freunde, das ist so brutal. Wir haben ein Serie A, La Liga, Premier League Hybrid plus natürlich wieder die Icons und haben eine 90-Plus-Bank. Nur ein Spieler hat unter 90. Und trotzdem, wo sind 192? Das macht keinen Sinn für mich. Guck mal, 98, 96, 95, 96, 95. Ja, okay. Die Defensive, aber was soll denn das? Was soll denn das? Kann ich nicht nachvollziehen. Bin ich ehrlich, kann ich bei bestem Willen nicht nachvollziehen. Ich gucke mir trotzdem die Übersicht an. Ich finde die Baba. Ich finde diese Übersicht wild. Kann mir jemand erzählen, was er will. So, 4-3-2-1, 4-3-1-2, 5er-Kette ist auch dabei. Ich gehe mal mit der 4-3-2-1. Warum nicht? Wenn man Moments R9 auf der Position 1 bekommt, dann bekommt man bestimmt auch 99er Neymar auf Position 2. Nee, aber dafür Raheem Sterling. Ihr kennt den Run nochmal. Beste Leben, Junge. Beste Leben. Okay, wir sollen auf jeden Fall mit der Premier League gehen, haben mir Salah und Sterling zugeflüstert. Dann gib mir doch den Vinaldo, gib mir doch den Pogba, gib mir doch den De Bruyne. 92er ist besser als der 91er, aber schlechter als der 96er, sage ich euch ganz ehrlich. De Jong, Brudi, kommst gar nicht auf Chemie oder Xavi, um hier noch ein bisschen für Chemie zu sorgen. Ich nehme Xavi mit, wegen dem einen Ratingpunkt brauche ich, glaube ich, nicht rumgeiern, oder? Dann können wir hier Dumfries nehmen, der hat aber, ja, da muss man dann ein De Ligt oder so bekommen oder so ein De Vrij, ne? Mit Alexander-Arnold sind wir breiter aufgestellt. Boah, ich nehme lieber Alexander-Arnold mit. Aber wir haben jetzt schon zwei oder dreimal auf den Ratingpunkt verzichtet. Und so kann ich irgendwie, habe ich das Gefühl, keine Rekorde brechen, ne, wenn ich ehrlich bin. Geht besser. Geht besser, Bro. Ja, toll. Oh, wieso suche ich den Torwart? Den wollte ich noch gar nicht suchen. Den wollte ich nämlich als letztes eigentlich suchen. Ederson. Ich glaube, mit dem kann man nie viel falsch machen. Und das ist alles nicht so gut. Das ist alles nicht so gut. Naja, wir gehen auf die Reservebank. Wir haben eine 92er Bewertung. Das ist schon gut. Wenn die Reservebank jetzt mitspielt, dann können wir hier raus auf jeden Fall noch was richtig, richtig Krasses machen. Dafür muss sie aber mitspielen. Modric kriegt man jetzt auch noch dazu. Okay, ja, ist halt ein Bankwärmer irgendwie, ne? Die Mittelfeldspieler sind alle schon besser als die Karten, die wir jetzt noch bekommen haben. Hier können sich auch durchaus ein Carvajal mitnehmen. Dann wären wir schon mal auf eine 91er Chemie. Aber vom Rating her passt der Carvajal da einfach gerade gar nicht, ne? Mal schauen, was diese Karten hier sagen. Ja. Das meine ich. Das meine ich. Und jetzt ändern wir hier nochmal kurz ein bisschen was um. Und schon sieht das Ganze doch schmacki-fatzi aus. Und wenn wir die beiden tauschen, gibt es da nochmal plus 9. Und wenn wir die beiden tauschen, dann sieht das Ganze doch nochmal dementsprechend lecker schmecker aus. Guck dir die Startelf an. Was ist das denn? Jetzt noch ein Ramos-Torti. Und es wäre sowas von nice. That's me. Wakes. Oh. Komm, die letzten drei oder vier Spieler, was ist das denn? Entscheide dich weise, Wakes. Links mit Davis kannst du mit Klostermann linken, sehr gut eigentlich. ZDV kannst du auch mit Klostermann linken, da hat Carvajal und Modric aber einen Link weniger. Zambrotta könnte man theoretisch auch in die Innenverteidigung stellen. Ich entscheide mich aber für Davis, da bleiben wir nämlich auf 96 Chemie und haben unfassbar wilde Karten in der Startelf. So, und wenn jetzt nochmal ein Ramos kommt oder so oder ein High-Rated Innenverteidiger... Nicht so lecker. Bin gespannt, wer mein Ersatzkeeper wird. Mein Ersatzkeeper wird ein Schwolloff. Moin, mein Ding. Ja, doch, crazy Startelf auf jeden Fall. Kann man hier noch irgendwas rausholen? Oh, plus 2, den habe ich gesehen. Jetzt wollen wir noch 2 Chemie mit dem Manager. Die kriegt man. Die kriegt man mit dem La Liga Manager. Da ist er doch. Da bist du doch. Bro, was ist das schon wieder für eine Startelf? Und was ist das wieder für eine Endbewertung? Ich kann das nicht nachvollziehen. Langsam reicht sie aber auch. Bro, die Footdrop Tokens werden heute auf jeden Fall auseinandergenommen. Genauso wie die 451 heute von mir so genommen wird. Ich danke dir 451 Offensiv wieder für einen wunderschönen Kapitän und einen wunderschönen Striker wie Icardi, der auf jeden Fall auf volle Chemie kommt wegen der zweiten Icon, die wir jetzt hier bekommen. Ist das nicht gut, ist nicht gut. Okay, let's go. Van de Beek wants to watch. Eieiei. Ruben Dias. Bro, es ist so schwierig,
90 plus Innenverteidiger zu bekommen. Und jetzt kriegen wir zwei. Direkt zwei. Aber Walker hat den grünen Link, ne? De Vrij. Boah. Ja, De Vrij wird eh auf die Bank am Ende kommen. Deswegen Walker wird erstmal mitgenommen. Es geht nicht. Es geht nicht, Leute. Wir müssen auch etwas auf die Chemistry achten. Vertraut mir da. Da müsst ihr mir einfach erstmal vertrauen, okay? Jetzt kriegen wir alles noch gebacken hier. So, Jesus Navas. Und im Tor, ist nicht gut, ist das nicht gut, ist das nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Okay, wir können jetzt auf jeden Fall als nächstes auch schon unseren zweiten Torhüter suchen, denn wir wissen ja, wir bauen so oder so durch Ruben Dias mit der Premier League. Das heißt, da können wir schon mal den Premier League-Torwart hoffentlich reinholen, aber er ist es nicht geworden. Das heißt, wir brauchen jetzt noch das nötige Glück, hier einen Premier League-Torwart zu bekommen. Wir bekommen aber erstmal Kylian Mbappé, der auf jeden Fall direkt auf maximaler Chemie durch Zidane ist. Ødegaard kommt gut. Ødegaard kommt sehr gut. Ødegaard kommt sehr, 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 sehr nice. Gefällt mir. Ey, hier kommt eine krasse Karte nach der anderen. Kann das sein? Das kann auf jeden Fall sein. Bro, was passiert hier gerade? Heftig. Ich mag genau sowas. Ich mag genau sowas, EA. Diesen Real Quick von 90 auf 93 gekommen. Kann das sein? Der Torhüter fehlt, ne? Der Torhüter fehlt halt. Oder ein richtiger Rechtsverteidiger, der dem Team gut tut. Sterling will ich nochmal die 96er Karte bekommen. Vielleicht klappt es ja, deswegen skippe ich den jetzt erstmal. Benzema, der Glatzkopf ist gut für die Bank. Jetzt nochmal ein Sterling vielleicht. Was eine saftige Übersicht schon wieder. 92er Linksverteidiger. Passt auf jeden Fall gut. Da hätten wir plus 6. Ferran Torres plus 3. Xavi plus 4. Und Roberto Carlos auch plus 6. Ich glaube, da ist es tatsächlich am schlausten, einen Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger, also einen Außenverteidiger zu nehmen von den beiden. Und ich entscheide mich für Roberto Carlos einfach aus dem Grund, falls Eder Militao 96 hier noch kommt. Die 93 steht noch und ich glaube, sie wird auch stehen bleiben, oder? Warte, was ich machen kann, ist theoretisch das hier. Nice. Und wenn man ganz krass ist, macht man noch das hier. Noch nicer. Junge, Junge, Junge. Sogar mit einem Torwart, der auf 0 Chemie kommt, sind wir hier auf Full Chemie. Da ist der Sterling, von dem ich gesprochen habe. Jetzt kann man den nochmal reinknallen. Das gibt zwar erstmal minus 1, aber wir arbeiten uns langsam aber sicher. Vom Rating her nach oben. Checkt ihr, was ich meine? Das ist wichtig und komplett richtig, was wir hier machen. Gut, wir sind noch auf der 93. Ich suche jetzt meine drei Spieler und wir schauen mal, wo wir am Ende landen. Sortieren werde ich dann am Ende, okay? Sortieren werde ich dann ganz zum Schluss. Wir brauchen nochmal einen Knaller. Gib mir nochmal einen Knaller. Er gibt mir keinen Knaller mehr. Und das bedeutet, wir werden wahrscheinlich nicht mal auf 93 kommen, was richtig, richtig ärgerlich ist. Crazy, wir haben Maradona, Zidane, Mbappé, Ruben Dias, Roberto Carlos, Sterling und trotzdem gerade so eine 92. Ich verstehe es nicht. Die Bank scheißt so oft in letzter Zeit rein. Das ist unglaublich, ne? Das ist tatsächlich unglaublich. Verrücktes Ding. So, es geht noch weiter. Nehmen wir Lever oder nehmen wir Cristiano Ronaldo, Team of the Year? Ich glaube, ich muss mich für Ronaldo entscheiden. Gib mir einfach drei Icons. Drei Icons und ich wäre so zufrieden. Ronaldo wäre auf Full Chemie. Wir fangen in der goldenen Mitte an mit Icon Numero Uno. Oder auch Bruno Fernandes. Der gibt ihm auch schon mal einen Link. Jetzt noch zwei weitere Icons und das Ding wäre auf jeden Fall... EA und ich wären so. Lasst uns so werden. Lasst uns einfach so werden. 93er Raul und jetzt noch der Pelé oder Maradona. Wir wären so, EA. Wir wären so. Nein, ja, okay, okay, okay. Man kann damit arbeiten, oder? Man kann doch damit arbeiten, oder? Doch, doch, auf jeden Fall. Wir machen die Sechser fertig. Komm, mach fertig. Pack ein Bilia. Türkische Liga. Ich gehe mit Kanté. Aus der Premier League, den kann man auf jeden Fall mit Bruno linken. Und dann haben wir noch Lucas Leiva. Kann man leider nicht mit Ronaldo linken, ne? Aber als Brasilianer kann man mit Neymar linken, immerhin. Ja, so haben wir ein paar Spieler noch auf 7 Chemie, wie die beiden hier. Aber das kriegen wir noch gebacken. Hernandez Tots wird sich anbieten. Ich habe nichts gesagt. Ich nehme auch einen Chilwell mit. Ist kein Ding für mich. Nimm ich natürlich auch gerne mit. Auf der rechten Seite nehme ich auch gerne... Premier League Spieler eigentlich? Odriozola ist glaube ich kein Premier League Spieler, oder? Müssen wir hier die Seiten gleich tauschen? So, müssen wir gleich so machen. Egal, also machen wir erstmal so. Gucken wir, was noch geht. Jiménez,
Wieder La Liga? Wieso denn jetzt auf einmal La Liga? Ja, komm, Piqué hat immer einen grünen Link. Boah, das ist bitter, das ist bitter. Sanchez nehme ich nicht mit, kann ich nicht machen. Der hat nämlich eine 95er Karte sogar. Da muss ich auf die hoffen. Sag ich dir ehrlich, da muss ich auf die hoffen. Okay, der will mir so viel La Liga geben, dass ich ja mit dem La Liga Torwart gehen muss. 93 nach der Startelf. Okay, ich verstehe. Wir gehen auf die Reserve. So, es geht auf die Reservebank. Warte mal, bin ich lost oder bin ich lost? Ich bin lost. Wieso zur Hölle habe ich den eigentlich dahin gestellt, wenn ich einfach komplett die Seiten tauschen könnte? Ich kann auch alles so machen. Und so, dann ist es doch viel besser, hä? Was war denn mit meinem Kopf los? 95, 93 und wir haben noch die ganze Auswechselreservebank vor uns. Fetzen hier noch einen Nani rein. Wen fetzen wir noch hinterher? Wir fetzen noch einen Martinez hinterher. Wen fetzen wir noch hinterher? Einen Sterling 92 fetzen wir noch hinterher. Bro, das ist ein krasser Spieler. Aber wir brauchen auch noch einen Rechtsverteidiger, noch einen Innenverteidiger. Jetzt fetzen wir dann noch einen 98er Hazard rein. Warum nicht? Warum nicht, Brudi? Komm, mach. Mach einfach. Zack. Luschert mal nach oben links. 94 von 93. Kann man da irgendwie noch mehr rausholen? Lass mich mal überlegen. Ja, ich glaube bis jetzt noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Gabriel Paulista. Ja, ist auf jeden Fall besser als Piqué, ne? Beziehungsweise besser als Hazard. Ich will ihn aber eigentlich nicht einbauen gerade. Ich will noch ein bisschen auf der 94 abhängen. Eusebel, Kai Havertz, Yarmolenko, Ferran Torres. Das muss dann ja ein Eusebel werden, ne? Havertz hätte genauso wie Ronaldo 7 Chemie. Das macht keinen Sinn. Deswegen muss ich Eusebel mitnehmen und den dann irgendwie für Kanté oder so einbauen. Ich probiere es einfach mal aus. Plus 1 für Hazard sogar. Plus 6 sogar für Neymar. Plus 2 sogar für Raul. Ah, weil der einen grünen Link bekommt, ne? Okay, dann machen wir es erstmal so. Und dann irgendwie... Ja, lassen wir es dabei. 94, 95. Wichtig und richtig. Wir schauen einfach mal, was hier noch geht. Leroy Sané. Oh, jetzt kommen die ganzen Non-Rares. Jetzt kommen sie, aber sie mussten ja irgendwann kommen. Na, der nächste. Bitte, einfach aus Luck, einfach noch ein Kracher. Van Dijk. Orangenen Link. Ne, dann nehme ich De Ligt mit. Fürs Rating, für die Bank. Plus 2 sogar, das gibt es gar nicht. Und jetzt nochmal 90 plus aus Luck. Das kann 194er werden, wenn ich die Bank sortiere, Leute. Das kann ein 194er werden, wenn ich die Bank sortiere. Guckt euch das an. 93 haben wir. Kann ich noch irgendwas changen? Ich kann nichts mehr changen. Nein. Aber ein 193er wird es auf jeden Fall, denn ich kann Raul hier auf jeden Fall für Neymar reinknallen. Und dann haben wir ein 193er. Und was für eins. Aber ich wäre nicht Wakes, wenn ich es nicht erstmal noch mit Neymar probieren würde, weil es sieht einfach schöner aus. Und das wisst ihr selbst. Deswegen probieren wir das doch gerne immer so aus. Wird glaube ich eher nichts. Nee, okay. Alles gut. Das 193er nehmen wir aber mit. Das ist ein unglaubliches 193er mit Ronaldo, Bruno, Chilwell und Co. Ich zeig's euch nochmal hier. Zack und zack. Haben wir die 193. Kann auch aktualisieren. Alles easy. Was ein mächtiges Ding, Junge. Bam!